In diesem Video möchte ich die Frage beantworten, ob der Euro aus deutscher Perspektive eine Weich- oder Wackelwährung ist. Dazu analysieren wir einerseits die langfristige Entwicklung der Inflationsrate im Euro und andererseits die Entwicklung des Euro-Wechselkurses. Wir nehmen zwei Zeiträume unter die Lupe. Die 22 Jahre von Anfang 1999 bis Ende 2020, seit der Euro existiert, und die 22 Jahre davor, als es noch die D-Mark gab. Dieses Video ist Teil unserer Serie Inflation aus der Perspektive eines Privatanlegers. Die Serie wird am Ende aus über 10 Videos bestehen. Inzwischen gibt es schon 4 Videos, dieses ist das 5. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Playlist. Die werden wir jedes Mal ergänzen, wenn wir ein weiteres Inflationsvideo bringen. So, nun zum eigentlichen Thema. Ist der Euro eine Weich- oder Wackelwährung? Zunächst zum Aspekt Inflation, danach zum Aspekt Wechselkurs. Wir alle wissen intuitiv, dass Inflation etwas mit der Stärke einer Währung zu tun hat. Stärke heißt in diesem Zusammenhang beispielsweise, wie gut oder wie schlecht die Währung ihre Kaufkraft im Zeitablauf bewahrt. Sprich, wie stark die Währung von Inflation betroffen ist. Den Grad dieser Kaufkraftbewährung kann man in absoluter oder in relativer Weise messen. Ein Beispiel für die absolute Messung ist die Aussage, dass in den 10 Jahren von Anfang 2011 bis Ende 2020 die Verbraucherpreisinflation, also die Geldentwertung, in Deutschland im Durchschnitt 1,2% pro Jahr betrug. Die Zahl 1,2% sagt etwas über den Grad des Kaufkraftverlustes der Währung Euro im Wirtschaftsraum Deutschland aus, also über die Stärke bzw. Schwäche der Währung. Jedes Jahr war eine Geldeinheit in diesem Szenario im Sinne ihrer Kaufkraft rund 1% weniger wert und kumulativ über die ganzen 10 Jahre rund 11% weniger wert. Durch den Zinseszinseffekt würde es etwa 60 Jahre dauern, bis die Währung bei dieser durchschnittlichen Inflationsrate die Hälfte ihrer Kaufkraft verloren hätte. Man kann die Aussagekraft einer solchen einfachen Analyse erhöhen, indem man die gemessene Inflationsrate mit etwas Sinnvollem vergleicht. Durch den Vergleich kann man besser beurteilen, ob diese 1,2% Kaufkraftverlust pro Jahr relativ gut oder relativ schlecht waren. Einen solchen Vergleich, neudeutsch Benchmarking, nehmen wir nun vor. Bevor wir damit beginnen, möchte ich noch kurz in Erinnerung rufen, dass der Euro Anfang 1999 eingeführt wurde. Bis Ende 2020 sind das 22 Jahre. Nun zum Vergleich. Wie gut hat sich der Euro bis heute im Verhältnis zu seiner Vorgängerwährung in Deutschland, der D-Mark, geschlagen? Auf der Basis von Vergleich Nummer 1 könnte man provisorisch schlussfolgern, dass der Euro relativ zur D-Mark bisher gar nicht übel performt hat. Seit wir den Euro haben, ist die Inflationsrate in Deutschland gegenüber der Vor-Euro-Zeit gefallen. Das grundsätzlich gleiche Bild würde sich übrigens ergeben, wenn man von 1999 weiter zurück in die Vergangenheit ginge, also zum Beispiel 40 Jahre, also nicht nur die 22 Jahre bis 1977. Man könnte hier natürlich zu Recht einwenden, dass die Inflation in Periode 2 nach 1999 in nahezu allen Ländern oder Währungsräumen niedriger war als in Periode 1. Um diesem potenziellen Einwand zu begegnen, nun Vergleich Nummer 2. Tabelle 2 wiederholt die Zahlen aus Tabelle 1 für Deutschland in der mittleren Spalte und stellt diese dem einfachen, ungewichteten Durchschnitt der Inflationsraten in den 4 Währungsräumen USA, Großbritannien, Schweiz und Japan gegenüber. Wir sehen, dass in Periode 2, also die 22 Jahre ab 1999, die Inflation in der Tat auch in den anderen Währungsräumen relativ zur vorherigen Periode merklich niedriger war. Die 4 Länder produzieren in Periode 2 gemeinsam sogar eine etwas niedrigere Verbraucherpreisinflation als Deutschland mit dem Euro. Das hängt damit zusammen, dass Japan in der 4-Länder-Benchmark enthalten ist. Japan hatte in Periode 2 eine super niedrige durchschnittliche Inflationsrate von annähernd 0% per annum. Ferner hängt es auch damit zusammen, dass die EZB für den Euro ja von vornherein eine Inflationsrate von zwischen 1 und 2% anstrebte. An dieser Stelle eine Fußnote. In einem separaten späteren Video werde ich eine Antwort auf die Frage liefern, warum die meisten westlichen Zentralbanken im langfristigen Mittel eine Inflationsrate von 1 bis 2,5% anstreben.
Zurück zur Tabelle 2. Alles in allem lässt nicht nur der erste rein historische, sondern auch der internationale Vergleich die Performance des Euros in Bezug auf Inflation passabel aussehen. Wer an dieser Stelle einwenden würde, jede Inflationsrate oberhalb Null sei schlecht, dem empfehle ich unser erstes Video aus dieser Serie mit dem Titel Währungen verlieren im Zeitablauf an Kaufkraft. Na und? Zurück zur ursprünglichen Fragestellung. Die Stärke einer Währung kommt jedoch nicht nur in ihrer Inflationsrate zum Ausdruck, sondern auch in ihrem Wechselkurs. Generell kann man die Inflationsrate als Stärke einer Währung nach innen interpretieren, den Wechselkurs als Stärke einer Währung nach außen. Die nun eingeblendete Grafik zeigt die Wechselkursentwicklung des Euros zur wichtigsten Weltwährung, dem US-Dollar, während der 22 Lebensjahre des Euros. Der Euro wertete in den ersten drei Jahren nach seiner Einführung von 1999 bis 2001 um kumulativ über 20% gegen den Dollar ab, erholte sich dann wieder und schwankte im Gesamtzeitraum insgesamt in einem für frei konvertible Währungen normalen Maß gegenüber dem Dollar. Ende 2020, nach 22 Jahren, lag der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar etwa wieder da, wo er zwei Jahrzehnte vorher gestartet war. Von Schwachwährung, Weichwährung oder Wackelwährung kann man in Bezug auf den Wechselkurs zum US-Dollar in diesen 22 Jahren somit genauso wenig sprechen wie in Bezug auf die Inflation im Euro. Diesen Blickwinkel können wir jedoch noch etwas vertiefen. Das tun wir in Tabelle 3. Sie zeigt die durchschnittliche Aufwertung bzw. Abwertung von vier anderen Währungen gegenüber der D-Mark in Periode 1 und gegenüber dem Euro in Periode 2. Die vier anderen Währungen sind der US-Dollar, das britische Pfund, der Schweizer Franken und der japanische Yen. Hier benchmarken wir den Euro also nicht nur gegen eine andere Währung wie in der vorherigen Grafik, sondern gegen vier Währungen und schauen uns zugleich an, wie diese Entwicklung zu D-Mark-Zeiten war. In den ersten 22 Jahren, also Periode 1, werteten die vier Fremdwährungen im Durchschnitt pro Jahr um minus 0,1% gegenüber der D-Mark ab. Minus 0,1% ist praktisch gleichzusetzen mit Null, wenn man die generell hohe Volatilität, also Schwankungsintensität von Wechselkursen bedenkt. In Periode 2 werteten die vier Währungen im Mittel um plus 0,2% per annum gegenüber dem Euro auf. Auch das ist pragmatisch betrachtet nahe bei Null. Natürlich hätte man die Wechselkursentwicklung von D-Mark und Euro zu jeder der vier Fremdwährungen hier auch einzeln zeigen können. Das wäre aber für die Zwecke dieses kurzen Videos ein recht unübersichtlicher Zahlensalat geworden und hätte die grundsätzliche Schlussfolgerung nicht verändert. Ich habe auch darauf verzichtet, den chinesischen Yuan in diesen Vergleich einzubeziehen, obwohl die China-Währung im internationalen Handel natürlich immer wichtiger wird. Für das Weglassen des Yuan gibt es drei Gründe. A. Ich wollte das Video hinreichend kurz halten. B. Der Wechselkurs des Yuan war vor allem während der hier gezeigten ersten Periode von 1977 bis 1998 ein nicht aussagekräftiger, künstlich manipulierter Wechselkurs. C. Der Wechselkurs des Yuan zum Euro, seit er halbwegs frei schwankt, bestätigt die hier erwähnten allgemeinen Entwicklungen. So oder so, laut die zentrale Feststellung in Sachen Wechselkurs des Euros, der Euro hat sich in seiner bisherigen 22-jährigen Existenz gegenüber den wichtigen Fremdwährungen praktisch genauso gut geschlagen wie die D-Mark in den 22 Jahren davor. Übrigens ist es fraglich, ob eine starke und dauerhafte Aufwertung des Euros gegenüber wichtigen Weltwährungen überhaupt im Interesse einer exportorientierten Volkswirtschaft wie der deutschen läge. Eine solche Aufwertung hätte deutsche Exporte für Ausländer teurer und weniger wettbewerbsfähig gemacht. Bisher haben wir zwei Analysewege kennengelernt, wie man die Stärke einer Währung beurteilt. Nun will ich noch kurz einen weiteren Weg veranschaulichen, und zwar, wie man die Stärke einer Währung nicht beurteilt. Nicht sinnvoll beurteilen kann man die Kaufkraftveränderung einer Währung, indem man diese Veränderung in Kategorien des Goldpreises misst. Also salopp formuliert, wie viel Einheiten Gold man mit einer Geldeinheit der Währung im Zeitablauf kaufen kann. Diese kuriose Methode ist bei manchen Untergangspropheten beliebt.
Ich halte sie für ein nutzloses und vielleicht sogar irreführendes Zahlenspielchen. Nutzlos, weil man den dabei resultierenden sogenannten Kaufkraftverlust des Euros, des Dollars, des Schweizer Franken oder jeder anderen Währung statt in Gold genauso gut als Kaufkraftverlust in jeder anderen Investmentklasse messen könnte. Man könnte also anstelle in Bezug auf Gold ebenso gut zeigen, wie viele Siemens-Aktien oder MSCI World ETF-Anteile man mit einem Euro oder Dollar im Zeitablauf erwerben kann oder wie viel Immobilien, langfristige Anleihen, historische Musikinstrumente oder Ferraris. Diesen Unsinn illustriert die eingeblendete Grafik für Gold und für Aktien. Der sogenannte Kaufkraftverlust des Euros gemessen in Gold seit 1975 ist hier in der blauen Kurve abgebildet. Der grundsätzlich gleiche Kurvenverlauf würde sich ergeben, wenn man statt des Euros hier den Schweizer Franken oder den Dollar oder irgendeine andere Währung verwenden würde. So, nun die Krux. Wenn man den langfristigen Kaufkraftrückgang des Euros oder einer anderen dieser Währungen jedoch statt in Gold in Aktien kalkuliert, resultiert im Zeitablauf ein noch höherer Kaufkraftverlust. Das ist die grüne Kurve in der Grafik. Der Kaufkraftverlust des Euros gemessen in Aktien ist noch stärker als in Gold. Ganz einfach deswegen, weil Aktien eine höhere Langfristrendite als Gold haben. Der so kalkulierte sogenannte Kaufkraftverlust ist ja nichts anderes als der rechnerische Kehrwert der Rendite der jeweiligen Assetklasse. Und je höher diese Assetklassenrendite ist, desto höher ist der resultierende sogenannte Kaufkraftverlust der betreffenden Währung. Den Kaufkraftverlust einer Währung in Assetpreisen zu messen, das sagt letztlich nichts ökonomisch Gehaltvolles aus. Außer, dass die betreffende Assetklasse, ob jetzt Aktien, Immobilien, Anleihen oder Gold, langfristig eine höhere nominale Rendite hatten als die Inflationsrate. So what? Das wussten wir erstens auch schon vorher und zweitens muss das ja so sein. Und wenn man dieser Pseudologik konsequent bis zu ihrem absurden Ende folgen würde, dann könnte man genauso die langfristig stark schrumpfende Kaufkraft von Gold ausgedrückt in Aktienpreisen errechnen. Mit anderen Worten, wie viele Einheiten Gold muss ich im Zeitablauf aufwenden, um eine Einheit Aktien zu kaufen? Zum Beispiel in Gestalt des Aktienpaketes, das der MSCI World Index darstellt. So gerechnet hat Gold von 1975 bis 2020 unglaubliche 92% seiner Kaufkraft verloren. 2020 bekam ein Goldbesitzer nur noch 8% so viele Aktien für eine Unze Gold wie 1975. Ganz einfach deswegen, weil Aktien in diesen 46 Jahren eine weit höhere Rendite hatten als Gold. Natürlich rechnet kein Mensch so und aus guten Gründen nicht. Die Idee, Inflation als Kaufkraftverlust relativ zu Investment Assets auszudrücken, statt wie üblich und vernünftig als Kaufkraftverlust relativ zu Konsumgütern oder von mir aus Produktionsgütern, ist insgesamt einfach Mumpitz. Fassen wir zusammen. Erstens, die Stabilität und Stärke einer Währung in einem bestimmten Zeitraum kann man nach innen oder nach außen messen. Inflation ist ein Maß für die Stärke einer Währung nach innen. Die Inflationsrate wird am sinnvollsten in Gestalt der Verbraucherpreisinflation gemessen. Die Entwicklung der Kaufkraft einer Währung nach außen misst man anhand der Entwicklung ihres Wechselkurses. In diesem Video haben wir die Entwicklung von Inflationsrate und Wechselkurs des Euros in einen historischen Kontext gestellt. Das haben wir getan, indem wir diese beiden Kennzahlen für die 22 Jahre von 1977 bis 1998, als noch die D-Mark existierte, mit den 22 Jahren ab 1999 verglichen, seit es den Euro gibt. Zweitens, alles in allem kann man sagen, dass der Euro während seiner bisherigen 22-jährigen Lebenszeit im Hinblick auf Inflation nach innen und seinen Wechselkurs nach außen nicht schlechter performt hat als zuvor die D-Mark. Diese Feststellung ist insofern relevant, als im Internetstammtisch und der Untergangspropheten-Literatur die Aussage kursiert, der Euro sei eine Weich- oder Wackelwährung. Die vorliegenden historischen Zahlen stützen eine solche Einschätzung nicht. Außer natürlich, man kommt mit dem ewigen Totschlagargument daher, dass alle Vergleichswährungen zum Euro gleichermaßen nichts taugen. Weder der Schweizer Franken, noch die norwegische Krone, noch der australische Dollar, noch irgendeine andere der über 170 sogenannten Fiat-Währungen, also Papiergeldwährungen weltweit. Das zweite ebenso lustige Totschlagargument ist die Prognose, dass der Euro-Wechselkurs in Kürze
gegenüber allen Vergleichswährungen final crashen wird und dass es im Euroraum zu einer galoppierenden oder gar Hyperinflation kommen werde. Das prognostizieren bestimmte Leute aber schon seit bald 10 Jahren und stets für die nahe Zukunft. Zum Schluss würde ich gerne noch eine ganz allgemeine Klarstellung erwähnen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich möchte mit diesem Video ausdrücklich nicht sagen, dass der Euro eine wahnsinnig tolle Währung sei oder dass es in der Eurozone keine Probleme gäbe. Natürlich gibt es eine Menge Probleme und man kann mit guten Argumenten in Zweifel ziehen, ob die Eurozone Ende der 1990er Jahre wirklich weise und klug konstruiert wurde. Insbesondere, ob es damals nicht besser gewesen wäre, eine kleinere Eurozone aus nur nordeuropäischen Ländern zu bilden. Letztere Auffassung dürfte heutzutage sowieso kaum ein vernünftiger Mensch bestreiten. Vielleicht nicht einmal Mario Draghi. Aber was man damals vor ungefähr 25 Jahren hätte anders machen sollen, ist nicht das Thema, das ich in diesem Video adressieren wollte. Jetzt haben wir den Euro nun einmal und es gilt von diesem Punkt aus in die Zukunft gerichtet, das Beste aus der gegebenen Situation zu machen. Das Beste daraus zu machen fängt damit an, dass man die Vergangenheit und die vorhandenen Fakten gründlich, nüchtern, rational und unvoreingenommen einschätzt. Das und nur das wollte ich in diesem Video tun. Die zahlenmäßigen Fakten sagen aus, dass der Euro in den letzten 22 Jahren in Bezug auf seine innere und äußere Kaufkraftbewahrung nicht schwächer war als zuvor die D-Mark und nicht schwächer war als der Dollar. So, das war's für diesmal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und ebenso über ein Abonnement des Kanals. Aktiviere die Glocke, damit du informiert wirst, sobald wir ein neues Video hochladen. Ich verabschiede mich für heute. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.